Herzlich willkommen zu unserer wissenschaftlichen Tagesschau heute, Talkshow Demokratie pur, freie Argumente Plattform. Ich begrüße heute, ich zeige Sie schon mal im Bild, zum Beispiel Herrn Dr. Unterweger hier im Bild zu sehen. Dann gucke ich gerade mal Silke. Aber ihr stellt euch nachher, könnt ihr euch ja kurz noch mal alle selber vorstellen. Und Jürgen Wagner haben wir wieder dabei. Und nachher kommen vielleicht noch ein, zwei andere Gäste, die sich angemeldet haben, die aber leider erst ein bisschen später können. So, dann legen wir hier los. Und ich fange mal an. Ich zeige jetzt mal uns sechs von unseren 24 Professoren, also uns unter anderem unsere Bundesministerin bringe ich ins Bild sozusagen. Guck mal, wo ich das Bild jetzt auf die Schnelle finde. So, jetzt, da habe ich es. Jetzt zeige ich also den Zuschauern mal sechs von den 24 Professoren. Ja, und ich mache das Intro und dann geht's los. Vielleicht machen wir es in der Reihenfolge Dr. Unterweger, Silke, Öff, und dann wieder ich und so weiter. Ja? Vielleicht nehmen wir diese Reihenfolge. Also, was haben nach 52 Jahren Arbeit an der Frage, wie sieht die ideale Gesellschaft aus, wie sieht eine bessere Welt aus, wie können wir die Umweltverschmutzungsprobleme lösen, wie können wir eigentlich alles reparieren? Ich versuche jetzt mal den Kerngedanken des Ganzen, was die erforscht haben, ganz kurz zusammenzufassen. Die haben erkannt, dass wir ewig darauf gehofft haben, in den letzten Jahrzehntausenden sogar schon, dass endlich sozusagen die Menschen das Gute von sich aus tun würden und das eher Schlechte unterlassen würden. Wir haben aber übersehen, dass gewinnbringende Irrtümer dazu führen, dass die Menschen das Gute und das Schlechte oft gar nicht unterscheiden können, fast immer nicht unterscheiden können. Beispiel, wenn ein Lebensmittelproduzent überzeugt ist, dass Zucker ein kerngesundes Nahrungsmittel sei, dann verkauft er der gesamten Welt ein gezuckertes Produkt nach dem anderen, ohne ein schlechtes moralisches Gewissen zu haben. Also ohne ethische Bedenken zu haben, weil er glaubt ja, dass Zucker ein gesundes Lebensmittel sei. Und diese gewinnbringenden Irrtümer haben also dazu geführt, dass überall die Leute in Irrtümern leben, glauben, dass es sich um Wahrheiten handelt und dabei die ganze Erde kaputt machen und über die Menschen und die Menschheit hinwegwalzen, über die Natur hinwegwalzen und über die Menschen hinwegwalzen. Aber sie können nichts dafür, weil sie an ihre gewinnbringenden Irrtümer oder karrierefördernden Irrtümer glauben. Deswegen sagen die Professoren, wir müssen erstmals in der Menschheitsevolution ganz gezielt das gute Tun belohnen, ganz gezielt, und das schlechtes Tun grundsätzlich nicht mehr belohnen. Ein Modell wäre zum Beispiel die Einführung einer Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, wo quasi mein Hausarzt belohnt wird, wenn meine Gesundheitsdaten besser werden und wenn meine Wohlfühlstimme sich positiv entwickelt. Mein Supermarktleiter, wenn meine Gesundheit sich schlechter entwickelt und meine Wohlfühlstimme sich schlechter entwickelt, kriegt er für mich gar keinen Verdienstzuschlag von der Krankenversicherung und vom Staat. Und da so lenken wir die gesamte Wirtschaft in eine Menschenfreundlichkeit in Richtung Umweltreparatur und soziales Verhalten. Und jetzt meine Bitte an Sie, liebe Talkgäste, widersprechen Sie mir. Denn wir müssen dahin kommen, dass Sie Ihre Argumente sagen, warum Sie das nicht für überzeugend halten als Grundansatz. Ich will jetzt gar nicht die 20 anderen Reformen schildern, die aber alle diesem Grundansatz folgen, sondern uns sagen Sie, warum Sie das nicht so sehen, aus welchen argumentativen Gründen heraus. Und warum Sie Ihren eigenen Gegenentwurf bevorzugen
Und ja, insofern jetzt, Herr Dr. Unterweger, wenn Sie sich ganz kurz vorstellen. Ja, herzlichen Dank, Dylan. Danke für die Einladung. Also mein Name ist Andreas, Dr. Andreas Unterweger. Ich bin Wirtschaftsingenieur und Bauingenieur. Ich habe promoviert im Bereich Konstruktivingenieurbau, habe in Japan, China und Spanien gelebt, habe dort auch gewirkt und geforscht und habe dort auch Fukushima miterlebt, zum Beispiel in Japan. Wir haben wieder zurück, haben wir dann in Österreich die Initiative Gaudi Leben Fülle gegründet. Da geht es um eine Komplementärwährung. Ein Gaudi ist ein Euro. Wir haben da also wirklich in der Praxis Dinge umgesetzt und ich finde diese Ideen alle super. Die Herausforderung ist meiner Ansicht nach stärker als je zuvor die Bewusstheit der einzelnen Menschen. Ja, sprechen Sie ruhig weiter. Ja, also um auf die Frage einzugehen, was dieser Ansatz des Weltrates, das wir starten, diesbezüglich, also ja, es gibt ganz, ganz viele Lösungen. Eine davon, also ich würde jetzt gar nichts dagegen sagen wollen, es ist eine mögliche Lösung. Die Frage ist nur die, wie kann man solche Lösungen überhaupt durchbringen? Und unsere Erfahrung, also der Verein Gaudi Leben Fülle, der ist jetzt schon 5 Jahre alt. Danach haben wir den Verein Sei Mensch gegründet, also jeder, der vom Computer sitzt, die Tasten eingeben, Siegfried Eder, also sei Mensch, Siegfried Edel Ida, mensch.net, sei mensch.net. Und dort geht es jetzt vermehrt um die Bewusstheit. Und warum die Bewusstheit? Weil über dieses Komplementärwährungssystem Gaudi ist mir selbst bewusst geworden, dass andere Menschen ganz anders ticken als ich selber. Ja, das war für mich so ein Erkenntnisprozess, weil früher war ich eher so in dieser Blase drinnen, ja, wenn so wie ich die Welt sehe, so sehen mir die meisten Menschen die Welt, ja. Aber das bin ich nicht so. Das bedeutet, den Gaudi haben wir diesen Prozess gehabt, Parasitentum. Also das war so ein Kernelement. Also wenn ich jetzt in der Gemeinschaft unterwegs bin, dann kann ich ja natürlich parasitär an der Gemeinschaft unterwegs sein, dass ich kann die Menschheit halt ausnutzen. Aber ich kann auch gleichzeitig parasitär an mir selber unterwegs sein. Das heißt, ich lasse mich ausbeuten. Und ein Ideal war natürlich da, in der goldenen Mitte zu sein. Das heißt, dass ich eben erkenne, Unterschied geben und empfangen zum Beispiel. Aber viele Menschen, oder beziehungsweise jeder tickt da anders. Der eine ist eben auf dieser Seite, lasst sich ausnutzen, der andere nutzt sich aus. Und beide bedingen einander. Das sind natürlich super Teams. Ja, Und das war weiter dann in der nächsten Runde. Wenn es piepst, ist immer die Talk ist rum. Bitte behalten Sie Ihre Gedanken im Kopf für die nächste Runde, ja? alles klar. So, Okay. jetzt ist Silke dran. Okay, dann mache ich weiter. Also mein Name ist Silke Suarez-David. Ich bin Diplom-Bibliothekarin, Ausgebildete, jetzt allerdings Autorin und habe viele Jahre in Brasilien gelebt. Also ich kenne die Dritte Welt mit ihrer Problematik. Dann habe ich viele Jahre außerhalb des Systems gelebt und habe dann selber ein System entwickelt als Alternative zu dem, was wir hier haben. Weil mir dieses zerstörerische System, was wir hier sehen mit Ausbeutung von Mensch, Tier und Pflanze, ein Dorn im Auge ist. Und ich weiß nicht, ob das ausreicht, was dieses Modell vom Weltrat beschreibt. Also, dass wir alleine mit einer Wohlfühlstimme dahin kommen, wo wir hinwollen. Und ich stehe auf dem Standpunkt, dass das Wichtigste des Menschen überhaupt ist, seine Rückverbindung zu sich selbst, zu seinem Ursprung und zu seiner Quelle, zur Natur. Und dass wir nur dahin kommen, die Natur zu schützen, wenn wir auch mit ihr verbunden sind und dass wir dazu einfach täglich eine gewisse Zeit aufwenden müssten oder könnten im besten Falle jeder einzelne Mensch und dass dadurch die Welt eine andere werden würde. Also das ist mein Satz, also eine spirituelle Rückverbindung
wie es eigentlich auch fast alle Religionen irgendwie vorsehen. Wenn man sieht, im Islam wird 5 mal eine halbe Stunde gebetet, selbst im Christentum, in den Klöstern wird ein paar Mal am Tag gebetet, längere Zeit, dann kommen wir auf ungefähr 2,5 Stunden oder so. Und wenn jeder Mensch das aufbringen würde, jeden Tag sich 2 Stunden der Rückverbindung zu widmen, auch in Form von Bewegung, und dann wäre die Welt für mich eine andere. Ja, danke schön für diesen ersten Input sozusagen. Und Öff jetzt, bitte schön, der erste Input. Ja, danke schön. Ich bin Öff, Systemaussteiger oder Systemwandler seit 30 Jahren und lebe ohne Staat und Geld, tausche mit anderen Menschen nur noch Geschenke aus. Also dass man wie eine Menschheitsfamilie, wie globale Konsensgeschwister, nur noch einfach plant, was ist fürs Ganze oder für alle gut. Und was entspricht dann eben so dem familiären Teilen und Schenken? In freier Argumentekultur, dass wir Menschen als denkende Tiere danach gehen, was richtiges Denken ist. Zu der Frage, die der Dylan gestellt hat mit dem Konzept des Weltrates. Ich sag mal so, die entscheidende Logik der Heilung, so nenne ich es mal, die stimmt überein mit dem, was ich denke oder wofür ich leben will und was der Weltrat da vorschlägt. Denn ich beschreibe diese Logik mal so, statt für den Augenblicksvorteil, was auf lange Sicht auch Schaden bringen kann, sollte man für das langfristig sinnvolle und Verantwortliche leben. Und diese Logik muss auf jeden Fall rein in das Geschehen. Das ist die Logik der Heilung. Und ich habe zu diesem Konzept, was der Weltrat oder Dylan da beschreiben, nicht in dem Sinne Widersprüche, sondern Ergänzungen, von denen ich glaube, dass sie noch zusätzliche Erklärungskraft haben, also warum da was schiefgegangen ist und auch wie die Lösung verstärkt werden kann. Also ich sage jetzt mal vielleicht nur Stichpunkte. Als Ursachen sehe ich einerseits, dass der Mensch aus dem Instinktautomatismus rausgetreten ist und dadurch sich überhaupt so einzelne und kurzsichtige Motive in ihm so verselbstständigen konnten, wie es beim Tier mit seinem Instinkt gar nicht so möglich ist. Dann war aber am Anfang wohl immer noch diese familiäre Haltung da in den Sippen und Stämmen, aber indem dann immer größere, anonymere Massen von Menschen miteinander zu tun bekamen, kam die Marktlogik auf. Das hat der Herr Gräber in seinem Buch Schulden die ersten 5000 Jahre beschrieben, dass die am Anfang keinen Tauschhandel hatten, außer mit Fremden und Feinden. Weil untereinander konnten sie darauf vertrauen, dass man füreinander da war, wenn es nötig ist. Also es ist einfach dieses ganzheitliche und gemeinsam langfristige, die Logik war. Und da, wo man das nicht mehr haben konnte, dieses Vertrauen, da fing man dann an, eben direkte Gegenleistung zu fordern. Also ja. Das sind so die zwei Mechanismen, die sich da aus meiner Sicht verbunden haben. So viel zum ersten Input, ja? Ja. Und ich gehe jetzt mal auf die Antworten ein, ja, in meinem nächsten Input. Ich drehe mal gerade die Lautstärke vielleicht ein bisschen so. 1, 2, ja, vielleicht ein Tick zu laut. So, ich lege los. Also, erstens, liebe Silke, also sozusagen, das ganze Programm ist nicht die Wohlfühlstimme, sondern es sind 20 Reformen, in denen aber dieses Prinzip, belohne den Menschen gezielt für das gute Tun im Bildungssystem, im Rechtssystem, im Polizeisystem, in der sozusagen in der Arbeitsagentur. Ja, belohne die Menschen gezielt immer für das Richtige zu tun, das Vernünftige, das langfristig Gute für alle Beteiligten und so weiter. Denn die Feststellung ist einfach, dass das jetzige System finanziell, und das hat ja auch die Gemeinwohlökonomie, ich habe gerade heute viele Artikel darüber gelesen, welche knallharte Kritik es an der Gemeinwohlökonomie gibt, ja, aber ich unterstelle ihr zumindest die gute Absicht bei dem Ganzen. Und die haben ja auch festgestellt, im Moment wird wer systematisch Gutes tut in der Wirtschaft, wird finanziell abgestraft. Der wird finanziell regelrecht bestraft. Und entweder er hört auf damit, Gutes zu tun, oder es kann er ganz vergessen. Und das ist, da hat Felber sich, Christian Felber sicherlich recht, denke ich,
Das heißt, wir müssen dahin gehen, dass wir mit den positiven Belohnungen die versteckten Fehlanreize in Richtung Förderung, ja, wenn ich die Umwelt verdrecke, habe ich billigere Produktionsbedingungen. Die Leute werden krank, aber das macht nichts. Ich kann meine Produkte billiger verkaufen und ich bin der Marktführer. Ich bin der Marktführer, weil ich skrupellos bin. Und wie gesagt, wenn ich dann auch noch gewinnbringende Irrtümer im Kopf habe, dann bin ich ja gar nicht skrupellos, weil ich ja glaube, ich würde Gutes tun. Ne? Ja, so viel dazu. Ja, Herr Dr. Unterweger, Ihr nächste Runde dazu. Ja, da sind wir gleich. Ich finde solche Ansätze generell gut. Ja. Nur, was unser Steckenpferd ist aus der Erfahrung, ist das Bewusstsein. Weil überhaupt die Definition, was ist gut, was ist schlecht, wer definiert das? Natürlich kann ich einen Diktator haben, der halt von sich heraus irgendwie gut ist und der kann dann irgendwelche Reformen umsetzen. Ja, aber das kann natürlich sofort wieder manipuliert werden. Und darum ist unser Ansatz einfach die Bewusstheit, dass wir schauen, wie kann ich mir meiner selbst bewusst werden. Das ist auch, glaube ich, ein ähnlicher Ansatz von der Rückverbindung von der Silke, dass ich überall mal erkenne, was ist Bewusstsein und welche Wirkung hat das, was ich tue. Ja? Weil nur eine Summe von Menschen, die einen gewissen Bewusstseinszustand haben, überhaupt Dinge erkennen können, was sie tun. Weil zum Beispiel, wir waren jetzt meditieren und sind von dieser Black Lives Matters Demo überrascht worden. Also wir haben eine angemeldete Versammlung gehabt, die anderen waren eine illegale Demonstration und die anderen, das waren 300 junge Menschen. Ja, und die gehen auf die Straße, weil jetzt jemand umgekommen ist. Ich verstehe das alles. Nur, sie sind sich nicht dessen bewusst, was sie tun. Und solange das die große Masse ist, das ist relativ einfach, die zu verführen und zu manipulieren. Ja, aber was schlagen Sie denn vor, wie man das vielleicht in ein Bewusstseinswelle umsetzt? Indem das auch noch thematisiert wird, indem das überhaupt thematisiert wird. Das ist das Gleiche, also ähnlich wie die Silke, dieses dreimal am Tag oder fünfmal am Tag diese Rückverbindung, dass ich mir meiner Dinge bewusst werde, meines Wesens bewusst werde. Und momentan im Mainstream ist ja das alles tabuisiert. Also ja, das Bewusstsein absolut, gibt es im Mainstream ja gar aber nicht. Ich meine, Sie sehen das ja an der Veranstaltung heute. Wir sind fünf Leute, die jetzt hier zuhören, aber... Ah ja, wenn Sie sich ganz kurz vorstellen noch. Ja, mein Name ist Peter Schneider, habe ich ja schon eingangs erwähnt. Ich bin Diplom-Volkswirt und selbstständiger Immobilienberater und Consultant. Natürlich hat uns die Corona-Krise sehr getroffen. Aber genau das bringt mich ja auch zu dem Punkt, dass ich jetzt hier heute dabei bin. Ja, und Sie sind auch gleich dran. Ich habe nur noch eine technische Bemerkung. Ich rufe Sie gleich auf, sozusagen, dass Sie dann Ihr Anfangsstatement machen. Sie haben, glaube ich, das Anfangsstatement von mir auch gar nicht mitbekommen, gell? Doch. Waren Sie schon dabei? Ja, aber ich meine, okay, also dann und machen Sie mal weiter. Weil wir arbeiten mit Redezeituhr immer reihum sozusagen. Und Sie sind jetzt gleich als Nächster dran. Nur Herr Dr. Unterweger, noch ein Tipp. Sie sind wahrscheinlich über Wien reingekommen, gell? Genau, ja. Wenn Sie versuchen, noch irgendwie das Mikrofon noch mehr vor den Mund zu halten, ich hatte manchmal Schwierigkeiten, Sie deutlich genug zu verstehen. Bei der nächsten Runde dann, ja? 1-3, ist so besser. Ja, also bei mir war es einwandfrei. Ja, versuchen Sie so deutlich wie möglich und so am Mikrofon zu sein. Ich hatte hier manchmal Schwierigkeiten. So, jetzt Dankeschön. Bitte. Jetzt sind Sie dran. Ihre 2 Minuten laufen jetzt, ja? So. Also Sie meinen mich jetzt? Ja. Ja, gut. Also, ich finde die Ideen alle toll. Das Einzige, was ich ähnlich wie der Doktor sehe, ist, wir haben nicht das Sprachrohr,
die ganzen Leute zu erreichen, die jetzt hier bei uns versammelt sind. Die haben schon eine gewisse Meinung, eine positive in die Richtung, wie man vielleicht was verändern könnte. Aber das nützt uns ja nichts. Wie können wir, und das stelle ich als Frage in die Runde, wie können wir uns so vernetzen und miteinander werben, eben um eben diese ganzen vom Mainstream gebeutelten Menschen davon loszukriegen. Ich sag mal so, ich habe 4 Kinder, die gucken alle kein Fernsehen, die gucken alle nur Internet und Netflix und wie diese ganzen Dinge heißen. Von daher müsste man vielleicht auch mal versuchen, da also über jetzt die vielen Kanäle, die es gibt, von Widerstand bis Freiheit für Köln und wie die alle heißen, also ich komme ja jetzt hier aus dem Kölner Raum, dass man die irgendwie miteinander verbindet und dort dann eben auch mal solche neueren Ideen oder tiefergehenden Ideen dann platziert. Mir wäre aber trotzdem auch wichtig, dass wir uns auch überlegen, wie wir das bestehende System, so wie es jetzt existiert, wie wir das überhaupt von der Idee her mit möglichst vielen Menschen eben zu einem neuen Denken hinbekommen können. Und da sehe ich zwar ganz gute Ansätze, aber ich sag mal, uns zu überzeugen, braucht es ja nicht. Wir müssen die Leute, wie meine Nachbarn, dazu bekommen, dass die das System eben auch durchschauen. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen richtigen Ansatz. Ja, danke schön. Das war's. Danke schön. Ganz kurze Bemerkung, bevor Silke dran ist. Silke, bitte bereit machen, gell? Ja. Ganz kurz nur, wir können das nur durchsetzen, entweder zusammen mit solch einer prominenten Sache wie Greta Thunberg, auch wenn die ein bisschen verrückt sind vielleicht in manchen Punkten, und mit Widerstand 2020, denn diese 56% Wählerstimmen, die Konzeptionen der Professoren in der simulierten Bundestagswahl gewählt haben, die kamen ja nur zustande unter der Voraussetzung, dass alle Bürger die Konzepte kennen. Und das erreichen wir nur mit prominenten Dingen. Und Widerstand 2020 ist prominent und Greta und Fridays sind prominent. Also jetzt, Silke, du bist dran, gell? Ja, genau. Also ich wollte anschließen, der Dr. Unterweger hat es auch schon genannt, also im Buddhismus ist es die Meditation, die tägliche, also genau, für mich ist das einfach die Basis, dass der Mensch eine bestimmte Zeit am Tag verwendet für sein, ich sage auch gerne, seelisch, geistig, körperliches Gleichgewicht. Wenn wir selber im Gleichgewicht sind und in Verbindung mit uns selber, dann aus diesem Raum heraus können wir ganz anders in der Welt wirken und werden uns auch, werden bewusst handeln, werden bewusst sein dessen, weil man einfach dann die Zeit hat. Also ich zum Beispiel, ich bewege mich, ich gehe spazieren oder fahre Rad oder so. Und dabei können die Gedanken frei fließen und auch wieder gehen. Und es ist also wohltuend für Seele und Geist. Und das wünsche ich mir eigentlich für alle Menschen. Und da kommt man automatisch in das Bewusstsein dessen, was man tut. Und macht sich das klar und kann auch innere Werte wieder entwickeln, wie die Intuition zum Beispiel, und wird dann weniger abhängig und freier von äußeren Dingen, von der ganzen Technik, die uns hier überschwemmt und überflutet und jeder guckt nur noch in sein Handy und spricht nicht mehr mit der Person, die nebenan sitzt am Tisch, also im Extremfall. Und deshalb sehe ich eben, also ich komme jetzt noch mal drauf zurück, das als ganz, ganz wichtige Basis. Und die Frage, die ich mir auch stelle, ist natürlich, wie bringt man das an Mann? Wie kann man die Menschen überzeugen, dass das eigentlich nicht nur zu ihrer eigenen Heilung, sondern der ganzen Welt beiträgt? Darf ich so zusammenfassen als...
Durch Meditation, ich war ja auch in Indien und so weiter, durch Meditation mit der inneren wahren Natur, der eigenen Natur in Kontakt kommen und dadurch irgendwie Leitlinie kriegen, wie das Richtige in der Welt ist. Wäre das zu kurz gefasst? Wahrscheinlich. Ja, durch Meditation oder andere Techniken. Ja, also so ungefähr richtig habe ich es erfasst. Also, wer ist jetzt als nächster dran? Bitte helft mir. Ich glaube, es müsste Jürgen Wagner sein, ne? Ja, der alte Öff, genau. Ich schicke mal was Spannendes noch voran, vielleicht Spannendes. Ich glaube, es gibt ja viele Ideen, wie man was bewirken kann und was wir machen sollten, auch um das Bewusstsein der Menschen zu verändern. Ich habe als Jugendlicher, bin ich auf solche idealistischen Gedanken gekommen, und ich habe mir einen hohen Anspruch gestellt. Ich habe gesagt, ich möchte mein unmittelbares Versuchskaninchen sein. Also was auch immer ich mir denke, was der Mensch ist, wie er mit sich arbeiten kann, wie sich die Dinge verändern können. Ich will unmittelbar schauen, ob ich es lebe oder nicht. Und daran, was ich da praktisch umsetze, bemesse ich die Wirksamkeit der Theorien, aus denen heraus ich dann gehandelt habe. Und dementsprechend, also ich lade auch ein, die wollen, ich meine, natürlich ist wahrscheinlich auch gut, jeder betrachtet sich vielleicht auch so als Versuchskaninchen, aber wer will, kann es bei sich auch lassen, aber kann zu mir kommen und kann gucken, ob die Konzepte, die ich vertrete, durchgreifende Wirkung haben fürs Umkrempeln des persönlichen Lebens und die Verwirklichung einer ganz anderen Lebensbasis. Also ich liebe diese Wissenschaftlichkeit, dass man eben gemäß dem Falsifikationsprinzip bei allen Theorien auch guckt, was erweist, dass sie nicht funktionieren. Das finde ich ganz wertvoll. Und ich mach mal weiter mit dem, was ich sagte, als Ergänzungen zu diesem Konzept von Willen oder Weltrat der Weisen, dass wir von kurzsichtigen Augenblickserfolgen oder Augenblicksgewinn, was schädlich im Ganzen sein kann, zu der Heilungslogik kommen, wir gehen nach dem, was im Ganzen sinnvoll und verantwortlich ist. Diese Logik stimmt so. Rausgefallen sind wir aus der Logik, weil wir den Instinktautomatismus der Tiere verloren haben. Dieser Instinktautomatismus ordnet sie ins große Ganze ein, wenn man es mal einfach sagen will. Wir sind da raus, unsere Einzelmotive, Fressen, Saufen, Sex, Macht, sind wie die Geister aus der Flasche entwichen und wollen nicht mehr in die Flaschen rein. Instinkt kann es bei uns nicht bringen. Also, wie auch schon Einstein und Freud in einem Briefwechsel mal gesagt haben, wäre ja vielleicht zu hoffen, dass die neue, hohe Fähigkeit, die wir haben, das Denken, wieder imstande ist, die Zügel aufzunehmen. Aber das scheint nicht der Fall zu sein und da mache ich beim nächsten Mal weiter. Ja, super. Wenn ich mich nicht irre, bin ich jetzt wieder dran, gell? Bin ich richtig, ja? Ja. So, dann gucke ich mal hier mit dem Mikrofon. Ja, also, erstens, ich glaube, dass wir durchsetzen es nur können über Prominenz. Wir sind eine Gesellschaft, die verloren ist in Prominenz. Wer prominent ist, kann das Falscheste von der Welt sagen. Er wird immer gehört. Ja? Aber wer nicht prominent ist, kann das Beste von der Welt sagen. Er wird einfach nicht gehört in dieser Gesellschaft. Wir sind's. Die Gesellschaft ist so. Ja? Und deswegen Widerstand 2020 ist ein großer Name, auch trotz des Austritts von Bodo Schiffmann. Ja? Ist ein großer Name. Und wenn wir da ganz schnell gemeinsam etwas auf die Beine stellen, ein Programm, das bei den Wählern offene Türen einläuft, dann kann es sein, dass die Journalisten nicht daran vorbeikommen, darüber zu berichten. Und bei Greta Thunberg, haben wir ja den Kohlestopp 2026 angeboten, ja, vollfinanziert, also ohne, dass es irgendjemanden etwas kostet, denn ich muss erklären, ganz kurz nur andeuten, mache ich nachher ausführlich, dass wir im Moment 500 Milliarden pro Jahr dadurch verlieren, dass in der Gesellschaft so gegeneinander gearbeitet wird. Die Ernährungsindustrie macht unsere Kinder und uns alle krank mit zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viel Transfette und so weiter. Und dann reparieren wir für 370 Milliarden pro Jahr, reparieren wir dann an den Kranken herum. Meistens verwalten wir die Krankheit nur gewinnbringend sozusagen. Und verkaufen den Leuten so viel Operationen, Impfungen, Bestrahlungen, Chemotherapien, Tests, so wie möglich. Ne?
Das ist ein volkswirtschaftlicher Totalverlust. Damit müssen wir aufhören. Und dass unsere 20 Reformen, die gesamte Reformenpalette sorgt dafür, dass wir diese 500 Milliarden pro Jahr zur Verfügung haben. Und deswegen konnten wir dann auch Greta Thunberg den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima anbieten, als sozusagen... ein Dankeschön dann dafür zu geben, dass sie uns mitnimmt mit einer Weltpressekonferenz. So, jetzt bin ich fertig. Und ja, also lieber Dilden, ich bin bei dir, Prominenz ist wichtig, nur wer bestimmt, wer prominent ist. Und da glaube ich, das sind die Medien. Ja. Da sieht man zum Beispiel Xavier Naidu, Roland Thüringer, also österreichischer Kabarettist, Professor Bakti, Daniele Ganser, das sind alles prominente Menschen. Nur sobald sie eine Meinung vertreten, die nicht mehr dem Narrativ der Mainstream-Medien entspricht, dann sind sie sofort Verschwörungstheoretiker, Nazis, Ultrarechts und sie werden verleumdet. Genau, das heißt, leider. Das ist eine große Herausforderung. Und diese Medien, die arbeiten ja mit NLP-Techniken, die arbeiten mit Hypnose-Techniken. Da werden unsere Programme, unsere Glaubenssätze getriggert. Und das ist genau dort, wo wir ansetzen. Wir setzen bei der Bewusstheit an. Weil meiner Ansicht nach ist die Mehrheit der Menschen, ungefähr 80%, schätze ich einmal, meine eigene Statistik, die sind die typischen Mitläufer. Denen kannst du erzählen, was du möchtest. Gestern noch waren sie Nazis, heute sind sie Linksextremisten. Ja? Das ist je nachdem, was die Medien denen vorgeben. Und von dem her, glaube ich, können wir vom Schmetterling lernen, Imagozellen zum Beispiel. Das heißt, da geht es um Vorleben. Das heißt, dass wir einfach Zellen bilden, einfach wie eine, und diese Zellen werden größer, werden Cluster, sind vielleicht Ökodörfer, die sich vernetzen. Also ich glaube, es ist ein vielschichtiger Ansatz wichtig. Also natürlich die Prominenz, wenn es irgendwie geht, ja, und gleichzeitig es einfach tun. Das finde ich so wichtig und das finde ich auch so schön vom ÖFÖF, das tut es einfach. Ja? Und von dem her ist es mir wichtig, einfach viele Wege zu gehen und gleichzeitig, gleich wie eben bei der Fähigkeit, dass wir diese Bewusstheit halt an uns selber stellen und diese anheben, damit wir einfach effizienter werden. Ja, diese Hypnose über die Medien, die ist ja, ich würde fast sagen, Jahrtausende alt. Früher mal waren es die Religionen, heute ist es halt der Fernseher. Und jeder von uns ist hypnotisiert und da geht es darum, dass ich diese Hypnose und diese Glaubenssätze erkenne. Ja, also ich sehe ich genauso, dass es schrecklich ist, was die Medien machen, aber ich werde nachher darauf eingehen. Ja? So, der Nächste bitte. Ja, dann bin ich wieder dran. Oder Herr Dr. Gell? Unterweger. Ah ja, ja genau, Dr. Unterweger, genau. Also. Hallo? Dr. Schneider ist da dran. Ja, ich bin leider rausgeflogen, sorry. Dr. Unterweger, ja? Ja. Sie sind auch gleich dran. Sie sind sofort dran. Legen Sie los. Ja, aber ich war gerade dran. Ach, ja, sorry. Ich hab, das Statement ist Schmetterlingseffekt. Das Statement habe ich ja jetzt leider nicht mehr so richtig mitbekommen. Aber Wer ist als Nächster jetzt dran? Ja, frage ich. Ich glaube, der Unterweger ich bin war, nach dem Dr. Da. Unterweger. Dann ist Peter also dran jetzt, oder? Unterweger, ich habe gerade mein Statement geliefert, jetzt kommt der Peter Schneider dran. Ah ja, jetzt klappt es. Genau. Okay, ich habe es leider nicht mitbekommen, Herr Unterweger, aber... Bewusstheit, es geht darum, die Medienmanipulation zu verlassen und an den eigenen Glaubenssätzen mehr Bewusstheit zu erlangen. Ja. Aber auch da gilt wieder, und das war das Letzte, was ich mitbekommen hatte, dass der Herr Widerstand ins Spiel gebracht hat, weil es eben gewisse Namen hat. Aber dann müssen wir uns da ganz massiv einbringen und die sind ja gerade dabei, zum Beispiel eine Satzung im Schwarm da zu bilden, dass man eben diese Ideen da eben auch mal lanciert und platziert. Und dann wird man ja sehen,
Ich hatte heute gerade eine Dreiviertelstunde Anruf von Widerstand 2020 und die waren begeistert von der Idee, ein Parteiprogramm an unseren Sachen zu feilen, damit sie dann wirklich auftreten können in der Öffentlichkeit. Wir haben was. Ne? Ja, das ist doch gut. Also haben Sie da mit dem Vorstand gleich direkt gesprochen oder mit einer Landesvertretung? Ich glaube eher Landesvertretung oder so. Ja. Ja gut, aber das ist doch ein Ansatz. Also von daher, das scheint mir vielleicht ein gangbarer Weg, dass man wirklich versucht, jetzt über diese Bewegung, die ja nicht nur eine kleine Bewegung ist, sondern da sind ja wirklich Tausende dauernd mit beschäftigt. Ich sehe das hier über meine Telegram-Kanäle. Also ich finde die Idee einfach gut. Man muss einfach das Bewusstsein versuchen, bei allen Menschen zu verbreiten und wie schnell und wie extrem man das dann umgesetzt bekommt, das muss man dann einfach mal weiter sehen. Ne? Ja. War es soweit, ja? Ja. Also ja, weil Sie hätten noch ein paar Sekunden gehabt. Ne? Sehr lieb. Ich stelle lieber noch mal eine Zwischenfrage gleich. Ja, genau. Dann ist jetzt, glaube ich, Silke dran. Und wie gesagt, ich werde nachher schildern, warum zum Beispiel der Attila Hildmann auf so viel Widerstand stößt und warum wir glauben, dass wir nicht auf diesen Widerstand stoßen werden. Aber das mache ich dann, wenn ich dran bin. Ne? Also Silke, du bist dran. Ja, okay. Also vorhin wurde angesprochen, dass Krankheiten uns 500 Milliarden Euro kosten, ich weiß nicht, im Jahr oder so. Und ich habe ein System entwickelt, das darauf ausgerichtet ist, dass Menschen bis ins hohe Alter gesund leben können. Und zwar geht es davon aus, von der Frage, was sind die Ursachen der meisten Krankheiten? Und wenn man da mal nachforscht, dann wird man darauf stoßen, dass die größten Hauptursachen Bewegungsmangel sind auf der einen Seite und die andere Hauptursache ist die falsche Ernährung. Und ich weiß, dass 2/3 der Deutschen gar nicht mehr täglich kochen. Und es ist eigentlich, das weiß ich schon seit vielen Jahren, dass Fast Food ist einfach sehr ungesund. Es erzeugt Stress im Körper. Also um sich gesund zu ernähren, möglichst basisch auch, also mit möglichst viel Obst und Gemüse und Salat, da brauchen wir sehr viel Zeit. Und deshalb habe ich ein System entwickelt, wo man nur 1,5 bis 2 Stunden am Tag, was also einer produktiven Tätigkeit nachgeht. Und den Rest kann man sich eben, wie gesagt, zum einen der Bewegung widmen oder seiner Rückverbindung, wie auch immer, ob es Meditation ist, Yoga oder was immer die Leute machen möchten. Und die andere Zeit haben sie, genau, um sich gesund zu ernähren. Und dann haben sie noch Zeit, sich um hilfsbedürftige Menschen zu kümmern, wie alte, kranke, Behinderte und Kinder. Also das ist so mein System, was ich so entwickelt habe, als ich außerhalb des Systems gelebt habe und mich gefragt hatte, was bräuchte es eigentlich, damit Menschen gesund leben können und nicht irgendwann Burnout kriegen und dann krankgeschrieben sind, berentet werden und sonst was, genau, weil sie zu viel gearbeitet haben. Und darauf werde ich dann gleich auch eingehen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Ja, Jürgen Wagner, denke ich, gell? Ja, ich war dabei stehen geblieben, dass wir sozusagen, da wir nicht mehr immer im Instinktautomatismus fürs Ganze funktionieren, dass wir die Einzelmotive, die wie Flaschengeister aus der Flasche entwichen sind, dass wir die maßlos und pervers ausleben können, fressen, saufen, Sex, Macht, was auch immer. Und dass die Frage ist, wie kann man da wieder Verantwortungszügel anlegen? Und dass Einstein und Freud in einem Briefwechsel mal zum Ergebnis kamen. Schön wäre es natürlich, wenn die neue höchste Fähigkeit, das Denken, dazu imstande wäre. Aber es sieht so aus, dass es dafür zu schwach ist und eher ein Erfüllungsgehilfe wird für diese wild gewordenen Einzelmotive. Also dass mehr eben Fressen, Saufen, Sex macht, das Denken einsetzen, um Strategien zu entwickeln, wie sie das einfach maßlos hochtreiben können, statt dass sie sich davon an die Zügel nehmen lassen würden. Ja, auf der anderen
anderen Seite, und damit bin ich bei der Bewusstheit, oder wie geht man um, welche Art von Bewusstheit kann es bringen? Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir letztlich wohl keine stärkere Kraft auch in uns haben, als diese Wesensfähigkeit, das Denken. Also wir werden überall definiert in der Biologie, Animal Rationale, Homo Sapiens und so, aber auch in Philosophie und Theologie, dass die Vernunftseele unsere spezifische Wesenseigenschaft ist. Und da habe ich mir damals schon als 13-Jähriger gesagt, okay, wenn wir nichts Besseres haben, dann stellt sich die Frage, ob wir diese Vernunftseele so sehr in uns zur Selbstidentifikation machen können und so in diese Kraft gehen können, dass es wirklich in der Lage ist, alles an die Zügel zu nehmen für Sinn und Verantwortung im Ganzen. Also das ist sozusagen der Kern meines Lebensexperiments auch. Und ich kann sagen, wir haben diese Möglichkeit. Und diese Möglichkeit, die enthält dann sogar auch die Möglichkeit, dass man mitten in einem Haufen von Suchtkranken sich selbst aus der Sucht rauszieht und dass man nicht mehr irgendwie einem kurzsichtigen Vorteil herrennt, davon bestochen werden kann. Auch, dass man jetzt, was die Medien angeht, also für mich, ich würde die Medien als Werkzeug verwenden, würde mich aber nie von ihnen korrumpieren lassen. Also ich würde für das, was im ganzen Sinn verantwortlich ist, dafür würde ich leben, sogar wenn ich dafür morgen sterben müsste, aber auch wenn ich dafür entweder Beachtung finde oder keine Beachtung bekomme. Ja. Jürgen Wagner war ja übrigens schon bei Maischberger, also schon bei der großen Prominenz in der Talkshow, ja, da müssen wir hin, ne? Bei allen möglichen Leuten, bei Stefan Raab und was weiß ich so. Ja, ja, da müssen wir hin und diesmal mit einer ganz, ganz eindeutigen Linie. Ich glaube, ich bin dran, gell? Ja. Habe ich recht? Also, Silke, bei unserer Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege würdest du sogar die Chance bekommen, als Hausarzt-Ersatzpraxis anzutreten? Weil wenn sich Menschen für dich entscheiden als Hausarzt-Ersatzpraxis, und dann wird ja sowieso über die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten, die verglichen werden mit den Erwartungswerten sozusagen, wird quasi ganz sauber rausgerechnet. Und wenn deine Maßnahmen gute Ergebnisse bringen, dann bist du vorne mit dabei sozusagen. Also das heißt, wir wollen echte Chancengleichheit. Heilpraktiker, Psychologen, Psychotherapeuten, die sich das zutrauen, eine Hausarztersatzpraxis zu machen. Und wir glauben sowieso, dass gesunde Ernährung, gesunder Sport und so weiter, also all diese Dinge, wir nennen das ja in der Wissenschaft Lebensstilmedizin oder Mind-Body-Medizin, ja, dass da sowieso die richtige Prävention liegt, die Krebs und Co. verhindern kann, sozusagen. Der Hausarzt als Betreiber eines Healthy Lifestyle Clubs, eines Gesundheitsvereins sozusagen. Und er wird belohnt, wenn er teure Krankheiten verhindert, wird er natürlich fürstlich belohnt dafür. Ne? Also eine völlig neue Zielsetzung des Gesundheitswesens. Ja? Und dann wollte ich noch ganz kurz sagen, ja, Attila Hildmann, er trifft halt auf viel Widerstand, weil vieles von dem, was er formuliert, Menschen angreift. Und der Weltrat hat die Strategie, niemanden anzugreifen, sondern er sagt, lieber Milliardärskönig, wir sprechen immer so ganz liebevoll mit den Milliardärskönigen wie Bill Gates und so weiter, lieber Milliardärskönig, wir wollen dir doch nur was schenken. Wir wollen dir schenken, 100, möglicherweise bis zu 127 Jahre alt zu werden und das kerngesund. Wir wollen dir eine 20-fach höhere Lebensqualität schenken und wir wollen dir erstmal nichts wegnehmen. Wir wollen, dass du vielleicht später irgendwann deine Dinge verschenkst, weil du dann kommunenorientiert vielleicht leben willst. Aber wir nehmen dir nichts weg. Ja, lieber Milliardär, für dich ist die Wohlfühlstimme und die anderen 20 Reformen nur ein Gewinn, sonst nichts. Das nächste, alles Weitere mache ich in der nächsten Runde. Ne? So, ich glaube, Dr. Unterweger ist dran, wenn ich richtig gepolt bin. Ja, also im Endeffekt, der Ansatz, den ich da jetzt so vermehrt sehe, von Dillen und jetzt auch von Jürgen Wagner, vom FF, das ist so sehr im Außen. Das heißt, wir müssen alle, keine Ahnung, die ganze Menschheit bekehren, ja, finde ich auch gut, ja. Nur ich sehe jetzt unser Wesen oder wie wir da sind, es gibt den Körper, es gibt das, den Geist und die Seele. Der Geist ist für mich so der Denker und die Seele, das ist so wie das Bewusstsein. Also Körper, Denker und Bewusstsein.
Und was ich ganz wichtig finde, ist, bevor ich in das Außen gehe, ja, oder damit ich gut diese äußerlichen Dinge verändern kann, ist es wichtig, dass ich mich selbst einmal erkannt habe, damit ich einmal weiß, wie ich selbst funktioniere. Weil nur wenn ich jetzt, auch wenn ich mich als Maschine sehe, ist es sehr egal, also wenn ich jetzt eine Maschine bin, ja, dann ist es immer wichtig, dass ich mein eigenes Betriebssystem einmal kenne, dass ich meine Bedienungsanleitung einmal gelesen habe, bevor ich einmal diese Maschine Mensch überhaupt mal anwerfe, um irgendetwas zu bewirken. Und wir, also von Sei Mensch, wir leben in dem, ja, vielleicht Erkenntnis oder Glaube, dass über allem das Bewusstsein steht. Und das Bewusstsein, also mein Bewusstsein hat Einfluss auf meinen Körper. Das heißt, mein Bewusstsein steuert den Körper. Und auch dieses Bewusstsein steuert den Denker. Das heißt, was ist mein nächster Gedanke? Und dann ist Stille im Kopf. Weil der Denker das nicht erfassen kann. Der Denker kann nicht denken, was ist der nächste Gedanke. Deshalb möchte ich uns allen zum Bewusstsein bringen, der Denker ist nicht der Chef, sondern dass der Denker ist eher das Problem. Weil der Denker, der arbeitet sehr viel mit Programmen. Und je mehr ich erkenne, welche Programme mich lenken und leiten, und je besser ich dahinter komme, desto besser kann ich nach außen kommen. Das heißt, dieses Außen ist schon auch wichtig. Es ist wichtig, Parteien zu gründen und so weiter. Aber das viel, viel Schönere ist, dass ich meine Maschine auf Vordermann bringe, ich mich selbst erkenne. Ja, da ist es wieder auch ein Stück der innere Entwicklungsweg sozusagen. Genau, ja. Jetzt, gleichzeitig, glaube ich. Genau. Und Peter ist, glaube ich, dran, ja? Und ich habe eine Frage vorab. Ich habe eine Frage vorab an alle. Sagt mir bitte, wenn ich das nächste Mal dran bin, welche Reform soll ich mal vielleicht auch mal schildern, ein bisschen detaillierter, damit ihr noch einen besseren Eindruck kriegt, welche ungeheure Bandbreite das Konzept der Professoren nach 52 Jahren Arbeit hat, ja? Ja, so, Peter, aber du bist dran. Also bitte vielleicht auch mal sagen, welche Reform du nachher, wenn ich wieder dran bin, hören würdest gerne. Ja, ich würde noch sehr viel gern von dir hören, aber ich habe ein Zeitproblem. Aha. Ich bin leider in 5 Minuten zum Laufen verabredet. Oh, schade. Und ich hatte auch nicht gedacht, dass wir... Wir machen ja regelmäßig Sendungen. Wir machen ja regelmäßig Sendungen. Also das würde ich jetzt so in meinem Statement nochmal anregen. Es hat mich sehr gefreut, hier mal auch ein paar andere Meinungen zu hören. Und ich würde mich da auch gern mal ein bisschen weiter schlau machen. Der Dylan hat mir ja schon ein paar Unterlagen oder auch Website und so weiter mal gezeigt. Ich werde mich da also schlau machen und werde mir dann beim nächsten Termin vielleicht auch 5 Minuten mehr Zeit nehmen können. Ja, super. Ja, denn okay, dann und gerne bei mir anrufen, also Peter, bei mir immer gern anrufen, weil ich kann dir genau sagen, wo was steht, oder ich kann es dir mit 2 Sätzen manchmal viel kürzer erklären, weil wir haben im Internet ungefähr Material, ungefähr 10.000 Seiten, wenn man die Talksendung noch mit dazu nimmt und so weiter, haben wir bestimmt 10.000 Seiten Material. Es ist immer kürzer, mich zu fragen, ne? Okay, so machen wir das genau. Super. Prima. War super, also, dass du da warst. Danke und ja, allen weiterhin gutes Gelingen und tolle Ideen und ja, mehr als die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir müssen halt einfach da mal einen Fuß in die Tür kriegen, damit... Irgendwie müssen wir es schaffen, egal ob mit Widerstand 2020 oder mit Kreta oder so. Irgendwie müssen wir in diesen Prominenzraum reingucken, wo die Leute fast alles sagen dürfen und niemand mehr fragt, ob es gut ist. Ja, das stimmt. Da möchte ich widersprechen. Sobald das gegen den Mainstream geht, bist du sofort weg. Egal, wie prominent du bist. Ja. Deswegen darf man keine, muss man alle mitnehmen. Das ist Prinzip der Professoren. Alle mitnehmen. Wenn du Satanismus und rituellen Missbrauch thematisiert, ist er das schlimmste Verschwörungstheoretiker und er ist wirklich prominent. Ja, das ist schon richtig. Na gut, in diesem Sinne wünsche ich noch weiter eine gute Diskussion und dann bis zum nächsten Talk. Alles klar, bis dann, gell? Tschüssi. Danke, tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Und wer war jetzt dran? Helft mir mal. Wer ist jetzt dran? Ich war normalerweise nach. Ja.
Genau. Also ich merke, vieles deckt sich mit Dr. Unterweger, so mit Körper, Geist und Seele, sich selbst zu erkennen, ist auch so das, was ich mir so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben habe. Ich wollte noch sagen, was ich jetzt bei meinem System noch drinnen habe, ist, dass man eben Gemeingüter hat statt Privateigentum. Also da gibt es bei mir, also ich sage jetzt mal in der fernen Zukunft, gar kein Privateigentum mehr, also Grund und Boden oder Häuser, sondern das wird gemeinschaftlich, ist Gemeinschaftseigentum, Gemeingüter und wird einfach verteilt, sodass jeder das Recht hat auf eine Unterkunft, die seinen Bedürfnissen entspricht. Also das stelle ich mir so vor, dass die Leute sagen, was sie für Bedürfnisse haben. Also im Grunde würde sich erstmal gar nichts ändern, weil die Leute da wohnen bleiben, wo sie sind. Aber dass auch Ferienwohnungen genutzt werden können und nicht nur in zwei Wochen oder vier im Jahr, sondern dass es dann auch gemeinsam geteilt wird und eine Gruppe von Menschen, die möglichst uneigennützig selbst denken, dafür verantwortlich sind, diese Räume dann also zu verteilen an die Leute, die gerne dahin wollen zum Beispiel. Und was ich auch vorsehe, ist so, dass man keine Individualautos mehr hat, sondern dass man sich auch Autos teilt. Also dass mehrere Leute sich Autos teilen und dass man insgesamt, ja, dadurch, dass man sich selber versucht, viel zu bewegen, jeden Tag, um gesund zu bleiben, dass dann schon viele Fahrten einfach wegfallen. Genau. Und man gemeinsam Autos. Genau, bewegt. Dazu sage ich nachher was. Bitte bei einem Tipp, Jürgen Wagner müsste dran sein, stimmt das? Ja, genau. Ja, dann bitte loslegen. Ja, ich mache noch mal einen Moment mit der Bewusstheit weiter und warum ich so sage, dass die Vernunftseele der Steuermann sein müsste. Es hilft uns nämlich alles nicht, auch welche Machtmittel wir in die Hände bekommen, auch wenn wir mal ins Rampenlicht der Medien kommen. Solange es so ist, dass dabei gar nicht nach dem besten vernünftigen Argument gegangen wird, also was ich gerne auch freie Argumentekultur nenne, sondern nach anderen Motiven, zum Beispiel eben, wer am lautesten gerade das Mikrofon oder Megafon in die Hand bekommt, solange haben wir nichts Entscheidendes gewonnen, weil dann wird es auch im nächsten Moment wieder danach gehen, wer jetzt das Megafon an sich reißt. Das heißt, egal was wir da an Machtwerkzeugen uns vorstellen, die entscheidende Kursänderung wäre, dass es wirklich jetzt nach einer anderen Logik geht, nach einer anderen Durchsetzungslogik. Nicht wer am lautesten schreit, sondern wer auf lange Sicht die vernünftigen Argumente hat, die Verantwortungsargumente. Und ich glaube schon, es gibt da ganz tiefe Bewusstseinsebenen in uns noch, die mitwirken sollten. Also ich finde die Licht-Liebesarbeit sehr gut, wodurch man eben so ein Gefühl bekommen kann, wie eine lebendige Zelle im Organismus der Welt zu sein. Und dann kann man sich den Veränderungsprozess auch gut so vorstellen, eben mit den Imagozellen im Metamorphoseprozess. Und so, das finde ich alles super Vorstellungen und auch innere Erlebniswelten. Auf der anderen Seite kann ich mal so kurz im Kern beschreiben, warum braucht es die Vernunft, auch gerade als Steuermann? Und da ist es so, wenn wir uns überlegen, was reicht denn, damit wir uns innerlich so auf Steuerung einstellen können, zum Wohle auch der Kinder der Zukunft. Dass die fernen Kinder der Zukunft in 1000 Jahren uns genauso wertvoll erscheinen, wie wir jetzt, und dass wir bereit wären, dafür alles Nötige zu tun, auch wenn es Verzicht bedeuten würde. Und das geht nicht so, dass das funktioniert wie bei Menschen, die ich sinnlich wahrnehmen kann, also wo ich dann merke, ah, der ist mir so sympathisch, für den würde ich was tun. Oder auch diese emotionalen Bindungen jetzt, wie Familienmitglieder, wo ich da direkt drauf emotional reagieren kann. Das ist mit den fernen Menschen nicht möglich, aber ich könnte für sie handeln, weil ich die Vernunfteinsicht habe, dass sie genauso das Menschenwesen haben wie ich und dass ich da mit ihnen dann auch im Sinne der Menschenrechte als gleichwertig umgehen sollte. Ja, danke schön. Ich vermute, ich bin dran. Habe ich recht? Ja. So, dann lege ich mal los. Und ich werde jetzt schon mal auch Argumente jetzt ins Spiel bringen.
Silke hatte angedeutet, dass die Arbeitszeit auf zum Beispiel 3 Stunden pro Tag oder noch so kürzer sogar runter sollte. Da ist ein Riesenproblem. Die Forschung sagt, dass im Naturkontext der Mensch nicht mehr als 2 Stunden 40 Minuten arbeitet pro Tag. Also 3 Stunden, sagen wir mal, wäre so das, was die Wissenschaft sagt. Aber das können wir uns jetzt nicht erlauben, solange es noch kapitalistische, kriegerische, angriffslustige Staaten gibt, wie zum Beispiel, denken wir nur an Saddam Hussein, ja, wenn wir ihm sagen, der sich nicht wehren konnte und getötet wurde, oder Gaddafi und seine Bevölkerung und so weiter. Solange wir angriffslustige kapitalistische Staaten haben, ja, nach den Reformen gerne, gehen wir runter auf 3 Stunden, ja, aber bis dahin müssen wir ein Hightech-Land bleiben, gezwungenermaßen, damit es uns nicht geht wie den nordamerikanischen Indianern, die einfach technologisch ein bisschen rückständiger waren und dann einfach zusammengeschossen wurden und ausgerottet wurden, ne? Im Wesentlichen. Ja? Also von daher sage ich, ja, nachdem die ganze Welt vernünftig geworden ist, können wir wieder auf 3 Stunden pro Tag zurück. Aber jetzt noch nicht. Wäre zu gefährlich. Zweites Argument. Gemeingüter statt Privateigentum. Das Problem ist, dass in dem Moment uns alle Reichen des Landes, alle Unternehmer und alle Hochleistungsproduktentwickler alle abwandern in andere Länder, Deutschland unendlich viele Arbeitsplätze verlieren würde und wir sozusagen letztendlich pleite gehen würden. Das mit den Autos teilen ist sicherlich sinnvoll. Aber es gibt eben immer naturwissenschaftlich, volkswirtschaftliche Argumente, warum manche Sachen sehr riskant wären, ja? Und wir brauchen die fähigen Unternehmen im Lande, weil sonst einfach Arbeitsplätze massenhaft verloren gehen und wir dann einfach kaputt gehen, ne, sozusagen. Ja. Ja, natürlich. Sie sind dran, gell? Genau, Sie genau, sind dran. Ja. Also, was mir wichtig ist, ist also viel weniger das Land. Also, was geändert gehört, immer das ist relativ einfach. Also, wir haben, aus meiner Sicht der Dinge regiert momentan der tiefe Staat, das sieht man so schön bei Corona. Also sprich, ein Satanistenclub drückt auf einen Knopf und global werden Dinge umgesetzt, die menschenunwürdig sind. Das ist so sehe ich die Dinge. Gut, das heißt, regieren uns Satanisten, das heißt, die wollen nichts Gutes. Dementsprechend ist die Lösung ganz einfach. Wir brauchen einfach irgendwas anderes tun, wie eben der tiefe Staat tut. Und dieses Wissen darüber ist da, das ist schon sehr lange hier. Das brauchen wir nicht erfinden. Es gibt das Ubuntu, Welt ohne Geld von Michael Dellinger, es gibt das Infomoney von Frank Hörmann, Plan B von der Wissensmanufaktur, Cardido und all die Dinge, auch die der Rat der Weisen hat, das gibt alles. Und alles ist besser als der Satanismus. Ja? Das, ja. Das ist super easy. Also darüber zu diskutieren, finde ich relativ sinnlos, auch wenn das jetzt noch passiert. Das Wissen ist da. Was die viel größere Herausforderung ist, dieses Wissen umzulegen in eine Erkenntnis. Und da sind wir sehr stark dran in unserem Verein, dass wir dieses Wissen, ich soll nicht rauchen, ich soll nicht Zucker essen, ich soll mehr Sport betreiben, wie die Silke richtig sagt. Das wissen wir alle. Ja, aber es tun so wenige. Ich meine, der Peter, der geht jetzt laufen, der tut wenigstens. Ich habe es heute nicht gemacht, ja, obwohl ich es weiß. Und ein Mittelchen, was wir da im Verein haben, ist monatomisches Gold. Da haben wir ein Forschungsprojekt auf dem Gebiet. Da kann jeder mitmachen, um diese Erkenntnis, einfach dieses Wissen in eine Erkenntnis umzuwandeln. Das ist das eine. Und das nächste ist diese konkrete Umsetzung von was auch immer, was besser ist als Satanismus. Und glaubt mir eines, es ist ziemlich alles besser als Satanismus. Und da ist es relativ wurscht, ob man dieses Detail verbessern oder jenes Detail verbessern. Es ist ziemlich alles besser als kleine Kinder essen. Und von dem her einfach beginnen, wie ein Schmetterling, wie eine kleine Zelle, eine kleine Imagozelle, ein Ökodorf starten und Dinge umzusetzen. Und da geht es nicht darum, was wir umsetzen. Wichtig ist, dass wir das umsetzen. Dankeschön, ja. Ich werde gleich nachher drauf eingehen, aber ich glaube, Silke ist dran, gell? Bin ich richtig? Ihr müsst mir immer ein bisschen helfen. Ah ja, genau, weil der Peter Ölschneider ist ja weg. Ja, genau, dann ist Silke dran. Ja,
Ja. Lege los. Ja, gut. Also das war jetzt gerade eine Antwort auf meine Frage. Einfach beginnen, umsetzen, Ökodörfer, Gemeinschaften, weil ich mir ja auch die Frage stelle, was mache ich jetzt mit meinem entwickelten System? Ich habe es jetzt nochmal beschrieben auf mehreren Seiten, möglichst ausführlich mal, dass man sich was vorstellen könnte und möchte jetzt gerne irgendwie in die Umsetzung, also was davon in die Welt bringen als Versuch. Und da ist das jetzt eigentlich eine Antwort auf diese Frage, die mir... Willst du da nochmal ein Buch rausbringen eventuell? Du hast ja schon ein Buch rausgebracht, gell? Eins habe ich schon rausgebracht, ja. Aber ich glaube, so schnell, ob ich so schnell was schreiben könnte. Also ich habe meinen Text jemandem zu lesen gegeben, der meinte auch, da könnte man 5 Bücher von schreiben. Ob ich so schnell hinkriege, weiß ich nicht. Genau, aber ich mir schwebt es jetzt auch, also mir brennt es jetzt ein bisschen unter den Nägeln, in die Umsetzung zu gehen und einfach was auszuprobieren. Und dann mal zu schauen, die Probe aufs Exempel zu machen. Ne? Das ist so das, was mir gerade vorschwebt. Und ja, vielleicht auch da aktiv zu werden, wo man ist, vor Ort. Sehe ich auch immer mehr, obwohl ich dieses Format jetzt auch sehr interessant finde, sich auszutauschen. Genau. Ja, was wollte ich noch? Also was ganz wichtig ist im Großen eigentlich an neuen Systemen, ist ja, dass wir wegkommen von diesen ganzen zerstörerischen Machenschaften, von den ganzen Giften, die produziert und auch angewendet werden gegen Mensch, Tier und Pflanze, also die Impfstoffe sind nur eins davon und Glyphosat und so weiter und so fort. Und da ist auch die Frage, die mir so im Kopf rumschwebt, ähnlich, wie kriegt man diese Elite dazu, aufzuhören, das zu tun und wie kriegen wir uns dazu, nur das Gute zu tun? Dankeschön, ja. FF, wenn ich mich nicht irre, Jürgen Wagner. Ja, genau. Also ich war dabei, wie können wir motiviert sein, auch für die Menschen, die am weitesten von uns entfernt sind, am anderen Ende der Welt oder zeitlich betrachtet tausende von Jahren in der Zukunft, dass wir die als gleichwertig zu uns behandeln und diese innere Motivationskraft auch finden, dass das funktioniert. Und es kann alles in uns mitwirken, an emotionalen, tief intuitiven und sonstigen Kräften. Also wir brauchen auch alles, was da mitwirken kann. Aber im Endeffekt sind wir heute jetzt auch sehr klar vor der Einsicht, halt, wie das Greta auch zum Beispiel sagt, mit Unite Behind the Sciences oder Extinction Rebellion. Diese erste Forderung sagt die Wahrheit. Da meinen die nicht nur Offenheit und Ehrlichkeit mit, sondern die meinen damit auch, dass wir uns jetzt an diese wissenschaftlichen Überlebenswahrheiten halten müssen. Da können wir nicht sagen, jetzt ist uns anders oder so, sondern wir müssen da lernen, dass wir nach diesen Überlebenserkenntnissen, diesen vernünftigen Einsichten effektiv gehen können. Und da kommt es eben dann entscheidend darauf an, dass man innerlich diese Umgestaltung schafft, dass das, was so der richtige Gedanke ist, der aufs Ganze gesehen, auf lange Sicht verantwortliche Gedanke, dass der auch voll durchgreifen kann und unser Leben dann bestimmt. Und das ist ja auch mit den Kindern der Zukunft so. Ich war mal auf dem Kongress, da kam jemand und sagte, warum soll ich für die was tun? Was tun die denn für mich oder was merke ich denn davon? Und da habe ich gesagt, ja, du hast recht, die können nicht kommen und sind dir sympathisch und du tust was für sie. Die können nicht da sein wie deine Familienangehörigen, wo du die familiäre Liebe merkst und deshalb was für die Leute tust. Was können sie dir geben? Sie können in deinem Nachdenken darüber ein Gedanke sein, der richtig ist. Nämlich, dass diese abstrakte Einsicht der Menschenrechte, alle Menschen sind gleich viel wert, ist ein sehr abstraktes Denken, dass das gilt und dass das auch unabhängig von Zeit und Raum, auch bei dem, was wir nicht mehr spüren können jetzt mit den Sinnen, trotzdem voll zu gelten hat. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, der richtige Gedanke ist das stärkste Motiv in mir, die Erfüllung meines inneren Wesens, in dem Moment kann es reichen für die Kinder der Zukunft, dass sie für mich richtiger Gedanke sind, also sie so zu respektieren. Mhm. Und dann schlägt das voll durch und ich kann das machen. Und ich nenne das ja auch Vernunftseelenorgasmus, dass man darin die höchste Lust empfindet, dem richtigen Denken effektiv dann auch zu folgen. Dankeschön. Ja,
Ich weiß nicht, wer die Bilder vor sich hat beim Bildschirm. Hat überhaupt jemand die Bilder auf? Ich kann die Bilder sehen. Ja, ich gehe nämlich jetzt, wollte auf das Bild gehen, wieder MGEAT. Das nennt sich memetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik. Das mit den vielen Strichen, also das biologische Evolutionsbild sozusagen. Können Sie es sehen, Herr Dr. Unterweger? Ja, es ist spiegelverkehrt und sehr klein. Sehr klein, ja, bei uns ist es richtig groß hier. Aber Sie können es sehen, dass da unten sozusagen links eine aussterbende Linie ist oder dann bei Ihnen rechts vielleicht eine aussterbende Linie und rechts eine sich fort ausbreitende Linie. So, dann fange ich mal an und schilder das jetzt mal. Denn wir glauben, die Professoren glauben dran, dass der tiefe Staat eigentlich nur die Beschreibung dessen ist, dass die Leute wirklich voll sind von oben bis unten mit gewinnbringenden Irrtümern, weswegen sie uns alle in Kriege und sonst was verwickeln und umbringen, aber glauben wirklich, sie wären in der Wahrheit. Ja? Und das will ich kurz beschreiben. Hier ganz links unten, diese aussterbende Linie, das ist der erste Früharzt und Frühhändler der Evolution. Und der sagt, ist ja toll, wie ihr in der Kommune lebt und toll, dass ihr immer nur Gemüse und Obst und alles ganz frisch und so weiter esst. Da habt ihr starke Immunsysteme, könnt nicht krank werden braucht euch um so lächerlich kleine Tierchen wie später dann Viren und Bakterien nicht zu kümmern, ja, und so weiter. Und toll, dass ihr so lebt und bloß dürft ihr nicht die denaturierte und moderne Ernährung essen, denn die macht krank und die schwächt euer Immunsystem und macht euch anfällig für alles Mögliche. Und der andere, rechts daneben, das ist der erste in der Evolution, der sich irrt und sagt, ach nein, ist das eklig, euer Geschmuse, widerlich, unkeusch, unmoralisch, lasst das sein, außerdem werdet ihr krank dadurch und die kleinen Tierchen sind alle übermächtig und groß und gewaltig und ihr braucht meine Impfungen, meine Tests, meine Bestrahlung und alles Mögliche und so weiter, nur so könnt ihr, und dadurch ernähren sich die, und dann könnt ihr auch diese ganze denaturierte Ernährung, die ist genauso gesund, kein Problem, könnt ihr ruhig, esst einfach, was euch schmeckt. Ne? Und dadurch werden die Leute chronisch krank und er hat Dauerkunden, wird belohnt, kann zwei Kinder ernähren, drei Enkelkinder, zwei Urenkel und begründet dann eine Großfamilie an Medizinprofessoren, die dann quasi den ganzen Staat terrorisieren mit Zwangsimpfungen und allen anderen Geschichten, ja. Aber die glauben ihre Irrtümer wirklich. Also der tiefe Staat ist eigentlich einfach sind Leute, die im Irrtum sind. Das ist unser wissenschaftliches Argument dazu. Ja, ja, so viel dazu. Ja, und Sie sind gleich dran. Sie sind sofort dran, genau. Sie können schon loslegen. Das kann ich nachvollziehen. Und man sagt, das Sinnbild ist ja ein bisschen diese Dollarpyramide. Und da steckt ja auch dieses Need-to-Know-Prinzip dahinter, wie es beim Geheimdienst oder beim Militär verwendet wird, dass jeder, der was darüber ist, der weiß gerade ein bisschen mehr, wie der was drunter ist. Aber die Manipulation, das ist alles hochgradig manipuliert. Das heißt, nicht nur wir Menschen werden manipuliert durch die Medien, sondern die Medien selbst sind manipuliert durch die darüber sind. Die Politiker sind manipuliert bis hin zum Bill Gates, der natürlich auch in seiner Scheinwelt lebt. Ja. Ja, also wir sind alle umgeben von Irrtümern überall, und Irrtümer sind ja Gehirnwäsche und Manipulation. Ja? Da geht es um Hypnose, Gehirnwäsche, Manipulation. Ja? Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass wir ein tiefes Verständnis gegenüber diese Milliardärskönige haben, weil die ja selbst nicht wissen, was sie tun, wie der Jesus so schön gesagt hat. Und gleichzeitig holt es uns das auch raus aus dieser Opferhaltung, diese Bösen, die da was Schlimmes mit uns machen, sondern es geht darum, dass wir in dieses Bewusstsein hineinkommen, Schöpfer zu sein, und dann geht es darum, dass ich die Verantwortung wieder an mich nehme. Lieber Dill, du kannst inzwischen das Bild von einem Herzrad, wo ich drinnen sitze, einblenden. Welches nochmal? Ich übrigens nur als Hinweis, wenn ich was sage, stoppe ich immer die Uhr, gell? Also wenn ich was sage, wird die Uhr immer gestoppt. Jetzt bitte, welches Bild?
Das ist das Erste, was ich dir gesendet habe. Ich habe drei Leute im Auto, ich habe drei Leute drin und dann habe ich eine Person, das Bild, ja? Ich hab's. Ja, genau, das eine, wo ich war, einen alleine. Alleine, genau, alleine. Ja, und bitte mal erläutern. Ja. Ja, also im Endeffekt, es geht darum, ich bin der Schöpfer, ich brauche nicht mitmachen. Das heißt, das Böse ist nicht da draußen. Das ist so mein natürlich ist es auch draußen. Also ich meine, das ist nicht falsch verstehen. Aber wenn ich davon ausgehe, dass ich Irrtum, böse im Außen... Irrtum ist böse. Irrtum ist böse, ja. Natürlich. Ja, es ist ja beides richtig. Ja, es ist ja nicht beides richtig. Aber es geht um den Fokus. Und wenn ich aber mich als Schöpfer sehe, dann bin ich selber dafür verantwortlich, ob ich überhaupt mitmache. Und das ist das Schöne. Ich habe jedes Mal die Wahl, die Zeitung zu lesen oder nicht. Ich brauche mich nicht darüber aufregen, dass die Blödsinn schreiben. Das tun sie natürlich, aber ich habe die Wahl, es zu konsumieren. Oder mit den Autos. Ja, ich habe die Wahl, ein böses Auto zu kaufen oder ich kreiere eines. Und was wir zum Beispiel gemacht haben, auch mit Hilfe von diesem monatomischen Gold, haben wir diese Erkenntnisfähigkeit so weit erhöht, dass wir mittlerweile ein eigenes Gefährt entwickelt haben. Und das ist eben dieses Herzrad. Das ist ein Vollkabinenfahrrad. Man kann auf jedem Fahrradweg fahren. Man ist unabhängig. Man kann mit Photovoltaik wirklich energieautark auch unterwegs sein. Und das möchte ich jetzt als Ende nur als Beispiel nehmen, dass jeder von uns unabhängig von außen einfach in die Schöpferkraft, in die Tat gehen kann. Und ich muss nicht warten, bis die Automobilindustrie umschwenkt. Ich mache es einfach. Und das ist mein Appell an uns alle, es einfach zu tun. Und meine Zeit ist auch leider schon zu Ende. Ich bleibe vielleicht noch 3 Minuten da in der Leitung. Möchte mich herzlich bedanken und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Und nur eine Bemerkung von mir dazu. Ja, ich habe früher auch immer gedacht über Fahrrad, Elektro-Tretautos mit Regenschutz, sodass man also sich gut fortbewegen kann mit einer zügigen Geschwindigkeit und so weiter. Und ja, das ist doch, ich denke, es geht in genau diese Richtung, gell? Ja, genau. Und es ist dieses Vorleben so wichtig. Ja, ich muss niemanden überzeugen, dass ein VW-Konzern das zu produzieren beginnt. Nein, ich fahre herum, ich ernte lächelnde Gesichter. Und dann, wir vermarkten es ja auch. Ja. Ja, dann danke ich herzlich und Sie bleiben ja noch ein paar Minütchen da, aber dann bis vielleicht das nächste Mal. Melden Sie sich jederzeit, wenn Sie teilnehmen wollen, weil wir machen alle paar Tage eine Talkshow. Ne? Ja, herzlichen Dank. Ja, und jetzt ist dann jetzt dran. Ach so, vielleicht nur noch diese eine Bemerkung, damit Sie das noch mitkriegen. Ich glaube tatsächlich nur, dass wir über Greta Thunberg und Fridays for Future oder Widerstand 2020 die genügende Öffentlichkeit überhaupt kriegen, um überhaupt dann mitteilen zu können, dass wir niemandem was wegnehmen wollen, sondern dass wir eigentlich sozusagen alle mitnehmen wollen in die neue Gesellschaft. Aber das ist natürlich schwierig, ja. Und, ja, nur Fridays for Future ist eine, in gewisser Weise eine geschobene Partie. Ja. Das ist ja, man setzt sich nicht vor ein Rathaus mit einem Plakat, wir tun das und dann wird man groß. Ja. Nein, das ist, die Medien sind aufgesprungen, es ist initiiert. Also das fürchte ich manchmal auch. Das fürchte ich manchmal auch. Hoffnung zu schöpfen, finde ich jetzt ja nicht wirklich sinnvoll. Das fürchte ich manchmal auch. Ja, dann herzlichen Dank. Das ist ja auch, manchmal verzweifle ich auch dran, denn die bräuchten das nur in die Diskussion zu werfen weltweit und dann würden wir alle darüber diskutieren. Aber ich weiß nicht, was die für Pläne haben. Ich verstehe die nicht, die Fridays for Future. Das ist einfach gelenkt. Das ist genau gleich gelenkt wie diese George Floyd-Bewegung, die momentan per Knopfdruck international läuft. Ach so, das sind keine Zufälle. Ja, alles klar. Dankeschön, gell? Und jetzt, wer ist dran? Silke meines Wissens, ne? Ich bin normalerweise wieder dran, ja, genau. Ja, genau. Ich glaube, irgendwann, demnächst trinke ich mich dann aber auch aus, weil ich noch eine Fahrt vor mir habe, eine längere heute Abend. Aber jetzt sage ich noch was, und zwar wollte ich über die, weil wir über die Kinder gesprochen haben, Vernunftseele, Vernunftverstand und so, wollte ich doch nochmal einen Stand machen für das Herz. Und zwar, wenn ich selber dran denke, wie ich Kind war,
da war mir das Wichtigste eigentlich die Herzensqualität, die jemand mitgebracht hat. Also ganz konkret bei mir war es die Großmutter. Und das ist eigentlich, glaube ich, was Kinder am meisten brauchen. Das sind offene Herzen. Und ich glaube, sogar nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen brauchen das eigentlich am meisten. Viele wollen sich vielleicht nicht eingestehen, aber ich denke, viele kriegen auch einen Herzinfarkt deswegen, weil sie eben nicht auf ihr Herz hören und dem nicht den gebürtigen Platz einräumen, dem es gebührt. Und ich sag jetzt mal, wo vorhin der Doktor über Satanismus und sowas sprach, über das, was wir hier haben, das ist ja auch gerade die Abwesenheit von Liebe. Und dass wir genau, und was ist, also ich bin jetzt ein gottgläubiger Mensch, ich glaube, dass Gott das Gute ist und dass die Abwesenheit von ihm das Böse ist. Also da waren wir wieder bei dem Guten oder dem Schlechten, wo wir angefangen haben. Und für mich ist Gott die Liebe, die in unseren Herzen wohnt. Und davor wollte ich jetzt gerade noch mal einen Stand machen gegenüber diesem, die Vernunftseele als das Wichtigste zu betrachten, weil ich sehe das Herz und die Herzensqualitäten in Form von Liebe und Mitgefühl allen Wesen gegenüber als noch wichtiger an. Dankeschön, ja. Dazu sage ich nachher gleich was, ja. Aber jetzt ist erst Jürgen Wagner dran, gell? Genau. Also ich kann erstmal sagen, dass ich ganz wichtig finde, dass wir überlegen, wo müssen wir Standpunkte als kontroverse Standpunkte sehen und wo können das alles Aspekte sein, die sich ganzheitlich so zusammenfügen lassen. Ich hatte zwischendurch auch schon gesagt, ich glaube, dass es ganz tiefe und wichtige Bewusstseinsebenen im Menschen gibt. Liebesarbeit sprach ich an und dass man sich so im Ganzen wie eine Zelle im Organismus der Welt fühlt und so weiter. Ich glaube aber eben, das darf nicht mehr gegeneinander ausgespielt werden. Also wir dürfen heute auch, wie wir uns fühlen, welche Gefühle wir haben, wie die Emotionen sind, das darf nicht mehr gegen diese wissenschaftliche Überlebensvernunft ausgespielt werden. Sondern wir müssen das miteinander verbinden, auch dass unsere gefühlsmäßigen Kräfte sich mit diesem abstrakten Weitblick, eben alle Menschen sind gleich viel wert zum Beispiel, auch am anderen Ende der Welt oder in 1000 Jahren. Und wir müssen es schaffen, diesen Erkenntnissen gemäß zu leben. Das muss eine Einheit werden. Auch die Motive, die da so zusammenkommen. Aber wir können das auch so zusammenführen. Also ich glaube nicht, dass wir das gegeneinander wenden müssen, sondern dass wir schauen könnten, wie weit das eben so eine Einheit finden kann. Und ich komme nochmal damit zurück, so im großen Wurf sozusagen, Ergänzungen nannte ich es ja zum Konzept auch von Weltrat und was Dylan so beschreibt. Ich finde, das Entscheidende an der evolutionsbiologischen Begründung ist, dass wir auch von der Evolutionsbiologie her zum richtigen, verantwortlichen Leben fähig sind. Also das, was eben diese aufgeklärte Bonobo- oder Schenker-Kommune wären, auch dieser Zielzustand, der ist sozusagen nicht im Gegensatz zu unseren evolutionsbiologischen Voraussetzungen, sondern er entspricht dem eigentlich. Genau. Ob ich da jetzt Einzelaspekte hinzufüge, wie das ich glaube, da ist auch der Sprung aus dem Instinktautomatismus raus von großer Bedeutung, ist egal. Das verbindet sich auf jeden Fall harmonisch damit, wenn da gesagt wird, der Tauschhandel und Geldhandel hat uns auch dazu gebracht zu gucken, was kriegen wir direkt zurück, statt in umfassenderen Sinnzusammenhängen und Vertrauenszusammenhängen zu leben und das weiterzuentwickeln. Also dass das eine Fehlentwicklung war. Ja, und über meine Ergänzung zur Wohlfühlstimme und die Bedeutung der freien Argumentekultur dabei kann ich beim nächsten Beitrag wieder noch was sagen. Alles klar, danke. So, Silke, ich gehe gleich jetzt mal auf dich ein, wenn ich das Mikrofon ein bisschen besser eingestellt habe. Ja, ich glaube, so könnte es okay sein. Also, Silke, das ist ja gerade, ich habe ja auch den ganzen Weg hinter mir, Esoterik, Selbsterfahrung, Psychotherapie, Ausbildung zum Psychotherapeuten und so weiter. Und genau das ist es, dieses innere Herz und diese innere Natur hat aber jetzt, pass auf, nur erst im Zusammenhang mit der Naturwissenschaft und der Evolutionsbiologie habe ich erfahren dürfen,
dass ich ein Bonobo bin. Also dass ich wirklich ein Lebewesen bin, das kommunenorientiert eigentlich ist, das eine Tendenz hat, alles den Frauen und Kindern zu schenken der Kommune und dass ich sozusagen gebaut bin. Und das war für mich eine der wichtigsten Erfahrungen, dass ich wirklich gebaut bin. Die Bonobos haben 12-mal am Tag Sex, ja, das muss man mal so hart sagen, ja. Und dafür, ich habe das erfahren müssen, dass ich dafür konstruiert bin, ja. Dass also, wenn ich an diese ganzen Kindesmissbraucher denke, die jetzt gerade wieder überall Thema sind, die suchen ja immer, versuchen die einen Kommunensex, einen Bonobo-Kommunensex herzustellen und machen das über Straftaten und kriminell, ja, ja. Aber weil ihr Körper sie immer dahin lenkt und zu sagen, ja hoppla, irgendwie ist mir die Monogamie nicht genug und deswegen gehen sie dann an wehrlose Kinder oder an irgendwas anderes, ja, nur um eben ihre Bonobo-Anliegen zu befriedigen. Und Jürgen Wagner hat ja richtig gesagt, dass wir das verbinden müssen und konnte es so verbinden. Erst durch die naturwissenschaftliche Evolutionsbiologie konnte ich so richtig meine innere Natur spüren und dieses Liebevolle spüren. Als ich dann zum Beispiel mal so in Kommunenzusammenhängen gelebt habe, habe ich plötzlich die ganze Welt lieben können. So ein sogenanntes ozeanisches Gefühl. Alle lieben und mit allen in Liebe sein und in dieser Schenkstimmung zu sein. Ja? Das habe ich durch Naturwissenschaft erst so richtig spüren können. Ne? Deswegen Verbindung. Ja, Silke, ich glaube, du wärst dran. Ja, ich bin noch da. Also ich kann noch was sagen. Ich bin noch da. Ja, dann Dr. Unterweger ist, glaube ich, zuerst dran. Ne? Ja, danke schön. Als Statement wird das mir so schön gefallen, was der Silke da gesagt hat. Herzlichen Dank, dass du das Herz mit ins Spiel gebracht hast. Weil wir haben auch das Herzrad, das heißt ich von ungefähr so. Es ist ja so, Satanismus ist im Endeffekt die Konzentration, also 666 bedeutet ja, Satanismus ist einfach die Sex, Sexualität und so weiter, ist ein Zeichen der Materie. Materie, Materialismus bedeutet ein zu viel an Materie. Und dieses materialistische Weltbild geht ja davon aus, es gibt keine Seele, es gibt keine Spiritualität, es gibt kein Bewusstsein, sondern bei der Vernunft, weil der Begriff so häufig verwendet worden ist, jetzt gut, wenn man nachschaut, was Vernunft da, wie das definiert wird. Im Endeffekt ist es das, durch Denken bestimmtes geistiges, menschliches Vermögen zur Erkenntnis. Das ist Vernunft, ja. Mhm. Das heißt, bei der Vernunft geht es um das Denken. Und das ist genau das, wo eben das materialistische Weltbild einhakt. Man kann alles erklären. Ich denke, also bin ich. Das hat der Descartes gesagt, und das schätze ich, ist ein schlimmes Märchen, ja. Sondern im Endeffekt, ich selbst, mein Bewusstsein kann denken oder nicht, ja. Es ist nicht so, dass ich erst durch das Denken bin, sondern wenn ich meditiere, dann bin ich genauso, aber ohne zu denken. Und das ist im Endeffekt sofort die Widerlegung von Descartes. Und der Eckhart Tolle im Buch Jetzt oder sämtliche Gurus, ja. Für die ist das Denken, sprich die Vernunft, sehr unwichtig. Es ist ein Werkzeug. Und was dieses Bindeglied ist zwischen Körper und Bewusstsein, ist eben dieses Herz. Und diese Herzqualität, die finde ich so schön und so wichtig, da steckt auch dieses Verständnis drinnen. Und eben dieses Herzrad, was wir entwickelt haben, geht über diese normale Mobilität hinaus. Es geht darum, dass ich jemanden mitnehme. Ich kann zwei Leute mitnehmen in diesem Herzrad. Es ist ein Bindeglied zwischen Auto und Fahrrad. Und im Endeffekt, das ist ein Sinnbild von Projekten, wie jeder sie umsetzen kann, um im Endeffekt diese Herzlichkeit nach außen zu bringen und somit einfach ab sofort tätig zu werden. Ich lade euch ein, überlegen wir nicht wie, also nicht was wir tun sollen, sondern machen wir es einfach. Wir wissen eh, was wir tun. Wichtig ist, dass wir es tun. Ja. Dankeschön. Übrigens nur so kurz als Hinweis an alle, ich war ja bei dem Guru Bhagwan Sri Rajneesh in Indien, der heute Osho genannt wird. Ich weiß nicht, ob von dem schon jemand gehört hat. Ja, ja. Ich war auch bei dem schon. Ja, und er war einer der Letzten, einer der Letzten, der mit mir noch geredet hatte,
Und dann hatte ich auch früher, später Schüler und war dann sozusagen für die Bhagwan Anuraksitel, also der Nachfolger von Osho. Der hat mir auch, hat mich ungeheuer inspiriert, aber er hat mich auch befreit, weil er auch so ein Philosoph und Wissenschaftler war, sogar über Biologen gesprochen hat und so weiter. Und der hat mich so in den Weg geführt, so dieses Spüren und Meditieren. Wir haben 10 Tage am Stück rund um die Uhr meditiert, außer Schlafen, ne? Und so weiter, die Vipassana und wie es alles heißt und so weiter. Der Weg ist mir alles vertraut, aber ich finde, für mich war entscheidend die Naturwissenschaft. Aber Silke ist dran, ne? Ah ja, gut. Ja, ich glaube, wahrscheinlich läuft es auf was Ganzheitliches raus, dass wir von allem etwas brauchen. Genau. Dass wir, also das zu dieser Erkenntnis komme ich jetzt gerade durch unser Gespräch. Ich glaube, jeder hat von den verschiedenen Teilen in seinem Leben zu verschiedenen Zeiten was abbekommen. Und bei dem einen war es jetzt, bei dir war es jetzt die Naturwissenschaft, der springende Punkt. Bei mir war es die Spiritualität, weil ich komme eigentlich von der Naturwissenschaft her und habe gemerkt, das kann mir das nicht geben, was mir fehlt. Und es ist auch so meins. Ach, du hast vorhin ja angesprochen, dass ich auch ein Buch veröffentlicht habe. Das ist im Übrigen vom Leben ohne Geld, ist der Untertitel, weil ich mal ganz ohne Geld gelebt habe. Und weil wir haben ja in unserem System bekommen wir ja immer diese Lüge, wie ich sie bezeichne, der Konsum macht glücklich. Und ich habe genau das Gegenteil festgestellt, dass es uns es unglaublich glücklich macht, wenn wir nicht konsumieren und alles kostenlos zu uns kommt, weil es eben ist wie jeden Tag Weihnachten. Und jeden Tag bekommt man eben ja mehrmals am Tag einfach Dinge kostenlos, die man sonst nicht gehabt hätte. Und das ist die Materie, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, die zu einem kommt, die einem ein bisschen, also mich macht die Materie glücklicher, wenn sie zu mir kommt, ohne dass ich sie kaufe. Also ich sag mal, wenn sie umsonst zu mir kommt. Während wenn ich sie kaufe, ist es eigentlich relativ langweilig für mich. Ja. Genau. Aber für mich ist die Spiritualität das, was mir eigentlich gefehlt hat noch zu meinem Glück. Nur ganz kurz, bevor Jürgen Wagner meines Wissens dran ist. Ich faste gerade total, quasi wieder voll mich zu reinigen. Und die Konsumsucht. Ich erlebe das so, dass diese vollständige Unterdrückung des Liebeslebens in unserer Gesellschaft mich schon auch in die Konsumsucht treibt. Also ich erlebe mich schon so ein bisschen auch als Opfer der Glücksunterdrückung, die in diesen gewinnbringenden Irrtümern drin steckt und die mich dann quasi zur Konsumsucht treibt. Und deswegen faste ich jetzt gerade, ja, um das wieder alles loszuwerden. Ne? Jürgen Wagner, ja? Ich glaube, ich verabschiede mich mal langsam. Ja, super, oder dass du da warst. Oder soll ich noch einen Moment warten? Ja, wie du willst, wie du möchtest. Wir, bei uns, wenn die eine Kamera stoppt, hören wir auf. Die läuft noch ein bisschen, die ist noch nicht im roten Bereich. Wir nehmen immer mit 3 Systemen auf. Ne? Wie lange ist es noch ungefähr? Ich schätze mal eine Viertelstunde vielleicht. Ne? Noch 20 eine Minuten. Dann bleibe ich noch die Viertelstunde. Ja, gut, und dann sagst du, und dann machen wir vielleicht alle gemeinsam Schluss, wenn du los musst, ne? Ja, okay. Ja, Jürgen Wagner, bitte loslegen, ne? Ja. Ja, ich plädiere mal wieder für die Ganzheitlichkeit, auch was Vernunft und andere Spiritualität angeht. Also ich habe auch vergleichende Religionswissenschaften studiert. Nach meinem Wissen ist an der Wurzel auch der asiatischen Weisheitslehren, auch über das, was Erleuchtung ist, wie das funktioniert, ist da die Einheit oder sogar eine Stufenfolge. Also da wird erst die körperliche Reinigung und Läuterung auch als Voraussetzung angesehen und dann auch die geistig-moralische Läuterung,
bevor man sich für irgendwelche anderen höheren Versenkungen und Erleuchtungen da quasi dann aufschwingen oder in die Höhle setzen soll. Das sind sozusagen Voraussetzungen. Und es hat auch nicht die Stimmigkeit, wenn jemand sagen würde, er ist innerlich da in irgendeiner Erleuchtung, verhält sich aber nach außen hin völlig irrational oder kriminell sogar. Also wenn ich sage, ich bin erleuchtet, während ich gleichzeitig als Bürger des Staates der hauptverantwortliche Auftraggeber bin für die Regierung, die handelt in meinem Namen und führt da illegitime Angriffskriege oder will Rüstungsweltmeister werden, dann wäre es besser, bevor ich mich hinsetze oder versenke mich da irgendwie, dass ich erstmal schaue, das gerade zu rücken und zu sagen, solche Verbrechen begeht ihr in meinem Namen, Schluss hier. Also solche irrationalen, kriminellen Dinge, die mag ich nicht mehr verantworten, da sage ich nein. Also das sind ganz wichtige Dinge, wo ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir die Dinge vereinen, also diese Ganzheitlichkeit anstreben. Und damit komme ich nochmal zu den Ergänzungen auch, die ich da sehe, die ich auch, also ich freue mich, dass eben der Weltrat Dillon und die Next Scientists for Future, dass die sagen, okay, wir sind eigentlich evolutionsbiologisch fürs verantwortliche, schöne Leben, dieses Leben als aufgeklärte Bonobo- oder Schenker-Kommune, das steckt uns sozusagen in den Genen mit drin, das können wir, das ist eine Möglichkeit. Und wir gehen den Weg dahin. Also dabei müssen wir eben schauen, dass am Ende nicht der, der am lautesten schreit, sich besser durchsetzt. Also auch wenn wir jetzt Werkzeuge anstreben, wie zum Beispiel da die Prominenz von Greta oder so, mag sein, dass das ein gutes Werkzeug ist. Aber wenn wir dann das Megafon mal in der Hand haben, sollten wir durch das Megafon sagen, jetzt lasst uns umstellen. Nicht im nächsten Moment zählt der, der das Megafon dann wieder an sich gerissen hat, sondern wir sagen durch das Megafon, dass ab jetzt die richtigen Argumente zählen sollten. Also dass wir nicht gucken, wer schreit am lautesten oder wer hat mehr Geld wie Bill Gates, sondern wer hat die zukunftsfähigen Argumente, die vernünftigen, verantwortlichen Argumente, nach denen wir gehen sollen. Das Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ich glaube, ich vermute, ich bin dran, oder? Könnte das stimmen? Ja. 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 Ich würde sogar so weit gehen. Also die Wissenschaftler haben ja behauptet, dass wir sogar, falls wir vollglücklich leben wollten, dass wir tatsächlich dann eigentlich nicht drum rum kommen, uns wieder mit unserem früheren Bonobo-Gruppendasein anzufreunden. Warum? Wie kommen Wissenschaftler auf so eine Aussage, dass das nicht nur eine Möglichkeit ist, sondern dass es sogar so ist, dass das der Weg zum vollständigen Glücklichsein ist? Weil es ist einfach so, ich mache mal nur ein Beispiel, ein Tiger zum Beispiel, der hat eine genetische Programmierung, dass er die meiste Zeit seines Lebens zum Beispiel körperlichen Kontakt mit anderen Tigern wahrscheinlich schmerzhaft empfindet, weil er sonst nicht als Alleinjagender sozusagen nicht geprogrammiert wäre, allein erfolgreicher zu jagen. Aber dann, wenn die hormonelle Brunftzeit kommt, dann stellt sich seine Sensorik und seine Empfindung um und dann plötzlich sucht er die Nähe eines Tigerweibchens und genießt das dann plötzlich zum ersten Mal wieder seit langer Zeit. Und dann kommt es zur Fortpflanzung. Und zum Beispiel die Löwen, die genießen ständig den Körperkontakt. Die sind also, weil sie Gruppentiere sind, weil sie in der Gruppe erfolgreicher jagen. Und wir konnten damals nur vor 400.000 Jahren nur als diese Bonobo, wir sind ja wissenschaftlich gesehen der zweite Bonobo, ja, der felllose Bonobo. Und wir konnten eben aus Sicht der Wissenschaftler nur überleben, weil wir als Gruppe zusammenhielten, auch gegen die früheren Raubtiere, die ja ganz früher auch noch mal gefährlich waren für uns, ja. Und deswegen sagen die Wissenschaftler, ja, wir sind eigentlich Gruppentiere und immer wenn wir anders leben, werden wir automatisch weniger glücklich sein und dann eben konsumsüchtig werden und uns nach Mallorca fahren, uns die Hucke zuballern und am Ballermann und so weiter und CO2 verbrauchen ohne Ende, weil die Menschen sich trösten müssen über das fehlende wahre Bonobo-Leben. Das ist sozusagen die naturwissenschaftliche Perspektive heute, ne? Professor Franz de Waal hat uns da sehr geholfen, ja, in diese Richtung zu erkennen. Ja, dann ist wieder Dr. Unterweger dran. Hallo? Hallo, noch jemand da? Ja. Aber Dr. Unterweger nicht mehr, gell? Sieht nicht so aus. Er wollte ja vielleicht auch früher gehen. Ja, ja, dann ist jetzt erst Silke dran, dann Jürgen Wagner, wenn ich richtig liege.
Ja. Silke, noch da? Ich bin noch da, ja, genau. Ja, ich finde es interessant, von den Bonobos zu hören und von den Rudeltieren. Ich nenne sie liebevoll Kommunentiere, weil Rudel ist eigentlich eine Abwertung. Das sind aus meiner Sicht sind das urkommunistische Kommunentiere. Kommunentiere. Ja, erinnert mich dann an die 68er. Nicht ohne Grund. Da hat man ja auch über sowas nachgedacht, gell? Da hat man ja über sowas ja, auch genau. Nachgedacht. Ja, genau. Ja, ich muss mal überlegen, was mir jetzt noch sehr Sinnvolles einfällt. Also ich wollte noch mal sagen, dass ich die Sachen vom Weltrat auch gern noch mal mir, also dass ich die gern mal genauer studieren möchte, dass mir das schon mal sehr interessant erscheint, was da alles zusammengetragen wurde an Informationen auch und dass es durchaus wert ist, sich damit intensiv zu beschäftigen. Das ist so mein. Vielleicht ganz kurz schon der Tipp dazu. Ich unterbreche immer, wenn ich reinrede, ja? Deine Zeit läuft dann nicht weiter. Ne? Nur ganz kurz, also nextscientistsforfuture.de, ein Wort. Und wir haben alles versteckt, weil wir die Erfahrung gemacht haben, die Leute lästern so, je mehr Material sie kriegen, desto mehr meckern sie. Ja? Und deswegen, wenn du dann von dieser Homepage wirklich jeden Link anklickst, auch den englischen Link, und wenn du dann wieder weiterklickst, kommst du immer, wenn man alles durchklickt, kommst du auf eine riesige alte Homepage, die leider sehr hässlich ist, aber wo sehr viel drin steht. Wir haben also das so versteckt, dass nur wer wirkliches Interesse hat, soll alles sehen können, sozusagen. Weil viele Leute überfliegen das und sagen, ja, was ist denn das? Ja. Und deswegen, wir haben einfach durch alles durchklicken, dann kommst du auf alles, dann kommst du am Ende auf ungefähr 500 Internetsendungen auf ungefähr 700, 800 Textseiten und auf insgesamt 5 Homepages, wenn man das Forum mitrechnet, was ja auch dazu gehört. Ne? Ja? Wow. Ja? Ja, aber sehr umfangreich. Ja, das ist ein Imperium an Know-how. Ne? Aber du bist weiter dran. Deine Zeit kann jetzt weiterlaufen. Ja, okay. Also, ich im Grunde genommen möchte ich das eigentlich jetzt von mir aus abschließen, mehr oder weniger. Ich denke, wir sind... Ja, wir lassen den Jürgen noch das Abschlusswort sagen und dann sind wir fertig für heute, ja? Ja, genau. Also ich mal von meiner Sicht, ich habe es gern, ich schließe es dann auch gern schon ab. So, ich sehe es für mich als Abschlussrunde. Und ich freue mich, dass wir heute Abend zusammen waren. Hat Spaß gemacht. Ich finde es auch ganz schönes Format, dass jeder die gleiche Zeit bekommt, um zu reden und man sich so gegenseitig befruchten kann und austauschen und sich gegenseitig stehen lassen kann auch. Also finde ich ganz, ganz schön. Und was du, glaube ich, auch eben gesagt hast und was du eben auch gesagt hast, diese umfassende Ganzheitlichkeit. Wir lassen uns inspirieren aus allen Dingen, ja, und machen eine umfassende Ganzheitlichkeit und vernachlässigen dabei aber auch bitte die Naturwissenschaft nicht, ne? Die mir sehr geholfen hat. Ne? Ja, genau. Schön. Also in diesem Sinne, einen schönen Abend noch, gell? Ja, jetzt noch ein kurzes Schluss. Und danke für die Einladung. Ja, und wie gesagt, bei mir melden, weil wir machen alle paar Tage, wollen wir eine Talkshow machen. Bitte einfach sagen, ich bin wieder dabei und so weiter, ja? Und, alles klar. Und Jürgen, jetzt noch ein Schlusswort und dann vielleicht noch mal ein kurzes Schlusswort jetzt noch, jeder. Ja, super. Ja, ich war ja bei den Ergänzungen, ich sage noch die noch hinzukommen. Also ich finde es eben gut, wie sich da auch das so als Einheit erleben ließ. Also mein Herzensanliegen mit freier Argumentekultur, dass es nicht danach geht, wer am lautesten schreit, sondern wer die besseren Argumente hat. Das ist ja also vom Dylan und dem Weltrat stärker aufgegriffen worden, als ich das je zuvor in den 30 Jahren erlebt habe.
dass wir da jetzt die Talks auch so verstehen als freie Argumente-Kultur, dass das Forum auch so verstanden wird. Das finde ich super, super schön. Und zwei Ergänzungen noch auf dem Weg, wie sich die Entwicklung dann so zum höchsten Ziele voranschwingen kann. Also auf dem Weg mit der Wohlfühlstimme, da hätte ich noch eine Anregung, was man in die Wohlfühlstimme eben integrieren kann, dass man sagt, wenn jemand sich eben gemobbt fühlt oder diskriminiert fühlt durch nicht argumentative Manipulation, also eben, dass jemand kommt und kann lauter schreien oder hat das größere Megafon, wie auch immer, dass der einen roten Notfallknopf quasi drücken kann und dass dann hinzukommende Leute mit gewährleisten, dass da nicht Leute untergebuttert werden von anderen, die die schwächeren Argumente, aber halt die größeren Megafone haben. Und das andere ist, dass dieser Endzustand, diese aufgeklärte Bulobo- oder Schenker-Kommune, das ist ja das, was ich versuche, so direkt wie möglich auch selbst zu leben oder wofür ich Projektversuche auch aufgebaut habe. Also da besteht natürlich die ganz herzliche Einladung, wer will, der springe sozusagen mit in dieses Experiment, dass wir das hier und heute schon möglichst umfassend auch leben. Ja, das ist eine schöne Einladung und ich kann nur sagen, warum ich selbst nicht nach Zeck oder Tamera gegangen bin, weil ich möchte gern, dass wir es so richtig machen, dass es also wirklich rundum funktioniert und deswegen, aber so mein Schlusswort lautet einfach nur, wir brauchen diese vollständige Ganzheitlichkeit, ja, wirklich alles zu diskutieren und zu bedenken und so weiter. Und ich glaube halt letztendlich, dass wir, wenn wir alle mitnehmen, wenn wir auch unseren Milliardärskönigen eine Glücksperspektive geben, die ja oft so verzweifelt sind, dass sie kriminell werden und Kinder vergewaltigen und so weiter, ja, wenn wir ihnen eine Glücksperspektive bieten können, ja, dann können wir alle in der Gesellschaft mitnehmen. Aber wir müssen irgendwie bekannt werden. Und das, mein letzter Satz ist, Silke, bitte sage allen einen schönen Gruß, wenn es dir gefallen hat, heute hier mit uns zu talken sozusagen. Weil ich werde zum Beispiel jetzt an diesem nächsten Montagstreffen, ich werde nicht mehr an diesen Treffen teilnehmen, weil ich glaube, manche empfinden das als Störfaktor, wenn wir so zielstrebig auch nach einer gesellschaftlichen Reform suchen. Ja? Weil ich glaube, es wird ja Zeit, dass wir mal ganz schnell wirklich auch pragmatisch mit vielleicht dieser Partei da wirklich was auf die Beine kriegen, was ganz schnell Wandel bringt. Denn ich weiß nicht, ob die Menschheit noch so viel Zeit hat. Ne? Da habe ich so meine Zweifel. Ja, dann danke ich. Ich grüße richtig gerne aus. Genau. Aber sag denen, ich deswegen kann ich da nicht mehr dabei sein, aber wir stehen immer zur Verfügung, wenn man uns ansprechen will. Ne? Okay. Und, danke. Und ich danke sehr. Ich fand jetzt doch, war doch wieder eine hochinteressante Talkshow. Und ich verabschiede uns für diese Sendung und bis zur nächsten Talkshow Demokratie pur, freie Argumente-Plattform. Ne? Bis bald. Tschüssi, liebe Zuschauer. Bis bald. Danke euch und bis bald. Tschüss. 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 Ciao, ciao. Tschüss.